Mein Name ist Schwester Antonia und ich arbeite jetzt seit einem Dreivierteljahr im Helios-Park-Klinikum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der Jugendstation. Wir haben eine Akut- und eine Therapieseite. Wir beinhalten hier Patienten im Alter von 12 bis 18 Jahren, diese gerade eine schwierige Zeit in ihrem Leben durchmachen und ein bisschen professionelle Unterstützung brauchen. Die fangen wir hier auf und denen geben wir hier neue Perspektiven. Ja, den Patienten kommen viele Freizeitangebote, auch außerhalb von Therapiezeiten zugute. Also hier findet die Sport- und Bewegungstherapie tatsächlich statt. Hier dürfen sich die Patienten mal austoben. Dann nebenan ist noch die Schwimmhalle, da dürfen die Patienten Freizeitschwimmen machen. Da sind wir nur sozusagen als Beaufsichtigungsperson da und gucken, dass die Patienten sich angemessen verhalten. Dort dürfen sie ihr eigenes Ding machen und sich austoben. Wir hier auf der Jugendstation sind tatsächlich ein sehr vielfältiges und breit gefächertes Team. Hier arbeiten viele einzigartige Menschen, die natürlich super viel mitbringen, was es uns leicht macht, auch schwierige Situationen gemeinsam als Team gut zu meistern und auch im Nachhinein uns gegenseitig gut aufzufangen, sodass wir die Fürsorge hier tatsächlich sehr groß schreiben und auch leben und auch alle entspannt nach schwierigen Diensten nach Hause gehen können und entlasteter sind. Und das tatsächlich macht es mir super einfach, auf dieser Station zu arbeiten.